Warum nicht mal zum Beispiel im Rahmen dieses Indianer-Booms mit den Kindern zu unseren großartigen Karl-May-Festspielen? Wir haben eigentlich zwei, die weltberühmt sind. Das ist Elspe im Sauerland und das ist Bad Segeberg. Und wir haben uns gedacht, wenn Sie dorthin fahren möchten, sollten Sie vielleicht wissen, es sind beide fantastisch, aber vielleicht ist eine ein bisschen besser und wir haben für Sie den großen Test gemacht. Wer ist besser? Bad Elspe, Bad Segeberg oder Elspe? Und der Antrag ist mittels modernster Super Gameboy-Technik in der Lage, einzelne Kategorien auf seinem Homecomputer abzurufen. Was haben wir denn zum Beispiel für Kategorien, Herr Andrack? Also zum Beispiel die Kategorie Parkplatz. Das ist eigentlich ganz wichtig, denn wenn ich komme, möchte ich ja erstmal in Ruhe parken können. Ja, genau. Ja. Also da sehen links ist Elspe. Ja. Das ist so in der freien Natur gelegen und das Schild gefällt mir besetzt. Also das gefällt mir sehr gut. Es handelt sich nicht um Nachbarländer, sondern um den Parkplatz. Ja, genau. Ja. Ich finde das Schild aber in Bad Segeberg eigentlich schöner designt, weil es schon so ein bisschen auf diese Karl-May-Thematik einstimmt. Richtig. Ne, mit dem Indianer da drauf, beschriftet, ja. Parkplatz 2, St. Jürgen. Der Parkplatz heißt St. Jürgen? Ja. Wer ist denn eigentlich St. Jürgen? Weiß ich nicht. Das muss doch ein Heiliger sein. Ja. St. Jürgen? Vielleicht ist da eine Kirche in der Nähe, die St. Jürgen heißt. Ja, sicher, aber das muss ja ein Heiliger da gewesen sein, sonst gäbe es ja auch keine Kirche. Aber St. Jürgen, das klingt mir sehr modern, Jürgen. Es gibt doch auch nicht St. Sven oder St. Oliver. Nee, doch, bestimmt. St. Oliver? St. Kim? Ja, St. Jürgen? Parkplatz St. Jürgen. Vielleicht ist das da hinten der Kirchturm von St. Jürgen. Ja, so. Oder? Oder? Das ist eher der Fernsehturm von Bad Segeberg. Ja. Man sieht, ganz wichtig, Toiletten sind vorhanden. Das ist gut, weil in Elspe muss man wahrscheinlich in den Busch gehen, wenn man draußen noch muss. Das glaube ich nicht. Nee? Ich glaube, dass die auch da sind, aber halt durch Zufall nicht auf unserem Bild. Ja. Also wir müssen jetzt Punkte vergeben. Ja. Was meinst du, welcher Parkplatz besser? Ich würde sagen, in diesem Fall unentschieden, weil der Parkplatz St. Jürgen ist zwar ein bisschen moderner irgendwie gestaltet, aber Elspe liegt auf der anderen Seite schön im Wald. Ich würde sagen, das hat beides was für sich, jeweils einen Punkt. Okay, dann geben wir einen Punkt, dann steht es unentschieden, 1 zu 1. Dann haben wir die Kategorie? Dann haben wir die Kategorie Imbisskarte, also was es da zu essen gibt. Bratwurst, Pommes, Mayo, Currywurst, Seelachs-Nuggets. Seelachs-Nuggets, guten Appetit, ja. Und rechts ist natürlich schön gehalten, schon in diesem Western-Stil. Ja, ja. Was heißt denn Flöten? Oder heißt es Flöten? Im Norden sind das oft diese Baguettes. Ach so. Diese kleinen Baguettes. Aber keine Preise dran? Nee. Ich würde sagen, als Familien-Tipp, links mit den Preisen, das heißt für die Kinder Pommes, Mutti die Seelachs-Nuggets. Und da bist du auch schon 15 Mark wieder los. Dazu noch parken bei St. Jürgen. Es ist aber Verbraucher, today's menu. Es ist verbraucherfreundlicher mit den Preisen. Ein Punkt für Elspe. Okay, ein Punkt für Elspe. 2-1 für Elspe. Ja. So, jetzt hast du was gegessen, dann wirst du auch das Stück noch sehen. Ja, das Stück ist ganz wichtig. Das Stück ist, da haben wir hier, das sind die beiden Plakate. Also links in Elspe wird diese Saison der Ölprinz gegeben. Ja. Bis 3. September, also bis Anfang September jetzt. Und in Bad Segeberg der Schatz im Silbersee. Mit Arthur Braus, Dolly Dollar, Horst Jansson. Eine große Starbesetzung. Und Gojko Mitic. Gojko Mitic? Gojko Mitic. Den sehen wir gleich auch noch. Ja, ja. Ja. Da können wir jetzt noch das Design der Plakate bewerten. Ja. Eigentlich das Design links moderner, aber in Bad Segeberg die größere Prominenz, oder? Ja, aber das Plakat ist schon geiler von der Ölprinz, oder? Ja. Das stimmt. Ein Punkt für das Plakat von Elspe. Also Elspe führt 3-1. Liegt aber weit vorne schon. Ja. Haben wir eine Kategorie, wo wir vielleicht Bad Segeberg ein bisschen rankommen lassen können? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also hier Zuschauer. das sind... Ja. Herr Schwill. Das sieht jetzt ein bisschen leer aus in Elspe. Dazu muss man aber sagen, warst du schon mal in Elspe? Leider nicht. Nicht? Warst du schon mal in Bad Segeberg? Nie, leider nie geschafft. Ja. Also in Elspe, das ist ganz toll. Da sitzt du warst man in beiden? Ja. Im selben Jahr? Nein. Und ich dachte, du hättest so einen Karl-May-Pass gekauft oder so. Als ich in Elspe war ich so ungefähr 10 und in Bad Segeberg muss ich 15 gewesen sein. Aha. Mhm.
Also in Elspe, das ist ganz toll, da sitzt man so wie im Kino, also sehr weit unten und die Bühne ist so, guckt man nach oben. Ja. Und in Segeberg ist es mehr so wie ein Amphitheater und ansteigende Zuschauerränge und man sitzt oben und wenn man sehr weit hinten sitzt, sieht man nicht so gut. Mhm. Es hat so seine Vor- und Nachteile, ich würde sagen unentschieden. Wirklich? Ja. Oder was findest du besser? Naja, da schlägt natürlich doch der. Es ist natürlich eine Frage der Philosophie. Man würde heute sagen, es ist eine Frage der Sitzplatzphilosophie. Ja, will genau. Ich unten sitzen und hochgucken oder will ich oben sitzen und runtergucken? Ja. Aber ich finde, dieses Amphitheater überzeugt mich. Das hat natürlich doch etwas mehr mit Griechenland, der ursprünglichen Heimat der Indianer, zu tun. Ich würde sagen, in diesem Fall ein Punkt für Bad Segeberg. Denn ich würde in diesem Falle sagen, erziehungstechnisch, wenn Bad Segeberg oben sitzt und nicht richtig sieht, hat eh schon was falsch gemacht im Leben. Also meine subjektive Meinung. Danke. Gut, dann sagst geben wir oben? Den Punkt. Nee, der ist ja schon da. Punkt Bad Segeberg, ja. 3-2 für Elspe. Jetzt gucken wir uns mal den Winnetou an, ne? Also jetzt die Stücke, also ja. Die Darsteller. Ja. Also das sind die beiden Winnetous in Elspe und Bad Segeberg. Natürlich ist Winnetou unerreichbar. Es wird immer Pierre Brice bleiben. Ja, der übrigens in beiden gespielt hat schon. Also ich habe, als ich in Elspe war, vor ungefähr 25 Jahren, da habe ich Pierre Brice gesehen als Winnetou. Wie war das? Super. Also es war schon beeindruckend, als er plötzlich da oben stand auf dem Felsen. Unglaublich, oder? Oh. Hat er auch gesprochen? Ja. Ja, klar. Also ich würde sagen, unentschieden, oder? Sie haben beide was für sich, aber... Ja, Bad Segeberg ist schon besser, oder? Wirklich? Der strahlt schon, der hat ja die DDR-Winnetous gespielt, ne? Die Winnetou hat einen DDR? Bitte? Die Winnetou hat einen DDR hat einen Winnetou? So rum, ja. Ja, klar. Da gab es auch Winnetou-Filme und das hat irgendwie Herr Mitic gespielt. Der ist jetzt... Dann sollten wir sagen, im Rahmen des Zusammenwachsens ein Punkt für Bad Segeberg. Ja, finde ich auch, genau. Ja. Also, finde ich. Das ist ja Mitic. Das ist Herr Mitic, ja. Der Winnetou aus der DDR. Ganz aus genau. Der ehemaligen DDR. Ja, genau. Ich meine, bei der Winnetou in der damaligen DDR, aber heute würde man sagen in der ehemaligen DDR. Ja, genau, weil ja. Die DDR gibt es ja nicht mehr. Ein Punkt für Bad Segeberg. 3-3 ausgeglichen. Gibt es Action-Szenen in den beiden Aufnahmen? Ja, absolut. Willst du einen Stunt sehen oder eine Explosion? Lieber einen Stunt. Ein Stunt. Ich möchte mehr Sachen sehen, wo Menschen beteiligt sind. Ja, also, okay. Explosion ist mir zu technisch. Ja. Ah, mein Bein. Also, hier ist ein Stunt. Ui. Das ist aber schon Wahnsinn, oder? Ja. Also die brennen beide. Ja. Also in Elspe ist es eine größere Höhe. Ja. Und in Bad Segeberg finde ich natürlich den Salto klasse, ne? Sehr gut. Ohne Hilfsmittel. Ja. Ja, doch. Können wir nochmal sehen? Bitte? Bad Segeberg? Kann man es nochmal sehen? Ja, klar. Und dann? Da war so eine Schräge. Hier kommt er raus. Ah! Hier. Kein Hilfsmittel, nichts. Nee. Du würdest sagen, Bad Segeberg besser? Ja, schon, oder? Aber er brennt nicht ganz. Also ich meine, er brennt an den Knien und am Rücken. Ja? Wenn ich das mit Bildern aus der Tagesschau vergleiche, können Sie mich teilen. Aber es ist natürlich doch besser. Ja. Aber das muss man ja auch mal für Sie zu Hause sagen, der brennt natürlich nicht echt, sondern der wird sofort gelöscht. Das sind Profis. Die tragen Asbestanzüge drunter, auch wenn ja. Es den Kindern die Illusion nimmt. Aber es muss natürlich aus Sicherheitsgründen sein. Ja, absolut. Ein Punkt für Bad Segeberg. Ein Punkt für Bad Segeberg, ja, würde ich doch sagen. Dann, was sehr entscheidend. Das kann man auch als 120-Jähriger, glaube ich, noch spielen, was wir hier machen. So, weißt du, dieses, zeig mal das. Ja. Nee, weil das ganz Entscheidende ist ja immer auch die Lokomotive. Wie sieht die Lokomotive aus? Gibt es Eisenbahnüberfälle, ja? Ja, auf jeden Fall. Und die Lokomotive wird in jedes Stück eingebaut, auch wenn es überhaupt nicht dramaturgisch da reinpasst. Wir können uns mal die Lokomotive angucken. Tja. Da würde ich aber sagen, liegt Elspe schon vorn, oder? Ja, ganz eindeutig. Hä? Weil das ist eine echte Lokomotive in Elspe. Wirklich? Ja, da liegen Schienen und das ist wirklich eine echte Dampflokomotive. Und in Bad Segeberg ist so ein Pappding, was da runtergeschoben wird, die Rampe. Das sieht nicht gut aus. Wir beraten uns noch kurz, meine Damen und Herren, denn das wollen wir natürlich nicht übers Knie brechen, diese Entscheidung. Wo ist die Lok besser, in Elspe oder Bad Segeberg? Werbung für Sie, währenddessen tagt unsere unabhängige Jury und die Auflösung. Karl May, Festspieltest heute bei uns, Elspe oder Bad Segeberg. Wo bekommt man noch einen Tick mehr für sein Geld? Und wir hatten uns vor der Werbung mit der Frage beschäftigt, Elspe oder Bad Segeberg, wo ist eigentlich die Lok besser?
Herr Antrag, der als 10- und 15-Jähriger in beiden Festspielorten war, sagt, Elsby ist eine echte Lok. Das heißt, Bad Segeberg ist so ein Traktor, der überbaut ist, ja? Ja, so wie beim Karneval, wo dann so, ja genau. Ja, und fährt ja nur nach unten, ne? Und wird dann wieder hochgezogen. Aha. An Seilen, glaube ich. Ja, also für die nächste Vorstellung oder mit dem Stück? Ne, mit einem Stück. Das sieht man? Ja. Ist auch das illusionierend, oder? Ja, weil die Rampe wird ja auch noch gebraucht, wenn später die Indianer runterreiten. Die Indianer müssen auf derselben Rampe reiten wie die Lok? Ja, ja. Ein Punkt für Elsby. Okay, ja. Ein Punkt für Elsby. 4-4. Was möchtest du jetzt sehen? Wir haben noch Bösewicht und der Gute Weiße. Und der Gute Weiße, zeig mal der Gute Weiße. Der Gute Weiße. Also ist ja schlimm, dass man schon sagen muss, der Gute Weiße, ne? Früher gab es nur Gute Weiße. Nee, es gab immer auch den Bösewicht, den wie heißt der, Santa? Der Mariadorf. Ja, ganz genau. Mhm. Und da ist also links Old Shatterhand in Elsby und rechts... Das ist ganz klar. Horst Jansson. Als Mooshammer. Ja. Das ist uneinholbar, Horst Jansson. Ja, auf jeden Fall. Das ist... so sieht Old Shatterhand eigentlich aus. Ja, mit der Biberfellmütze. Ja. Ja, Punkt für Bad Segeberg, nicht wahr? Ja. Wir gucken uns noch schnell den Bösewicht an. Wieso schnell? Klarer Fall, klarer Fall. Das ist, bin großer Fan von Arthur oder wie er früher hieß, Art Braus in Bad Segeberg. Ja, aber der sieht doch nicht böse aus. Das ist Art Braus? Das ist Art Braus. Du kennst Art Braus nicht? Da, nur vom Hören. Ja, es ist Art Braus. Ja, so. Ja, wer soll es sonst sein? Ja, weiß ich nicht, aber der Linke, der sieht doch viel böse aus mit dem Bart. Ja, aber es ist mir zu klischeehaft. Das ist links, das ist sozusagen für das Massenpublikum. Das ist für ein Publikum, was keine Fantasie hat, sich einen Bösewicht vorzustellen. Da weiß jeder sofort, das ist der Bösewicht. Ja? Während rechts, das ist, links ist eine Type, wenn ich mal theaterwissenschaftlich das erklären darf. Ja. Rechts ist die Möglichkeit der Entwicklung eines Charakters, die Auffächerung einer Figur. Links kommt Art Braus auf die Bühne und sagt, hey, das ist ja Art Braus, den ich aus so vielen Filmen kenne. Ja? Und der war doch nett immer. Und er sieht nett aus. Und plötzlich im Laufe des Stücks, im Rahmen einer Entwicklung einer Rolle, einer Psychologie, einer Spiegelung und Brechung in anderen Figuren, in Dialogen, in Monologen, in Abgängen und Auftritten, sagst du plötzlich, Donnerwetter, dieser Art Braus ist ja der Bösewicht in Bad Segeberg. Erst gegen Ende des Stücks. Es ist keine Entwicklungsmöglichkeit, kein Spannungsmögen, keine Katharsis, kein Antipodentum und keine Prophylaxe. Nichts ist möglich, wenn der Bösewicht aussieht wie ein Elsby. Ja gut, Punkt bei, ja gut. Ja wieso? Du bist für Elsby? Ja, ich bin für Elsby. Boah, der guckt den Bart an. Der ist doch super böse, der Bart. Und dick ist der und reitet herum und schikaniert die Indianer und rottet sie aus. Und ja, so ist das im Ölprinz. Im Western ist das so. Jetzt hast du mich natürlich wieder verunsichert. Wie ist denn der Stand? Wie ist denn der Stand? Ich glaube, sonst wäre das schon für Bad Segeberg. Oh. 4-5. Also wenn jetzt, wir haben nur noch eins, wir haben nur noch die Explosion. Also wenn du den Punkt jetzt Bad Segeberg gibst. Also ich würde sagen, wir gehen um einen Punkt nach Elsby, einfach um uns auch fremdenverkehrstechnisch nicht unbeliebt zu machen. Ja. Und um dir Rechnung zu tragen. Ja? Ein Punkt? Nach Elsby? Okay, ein Punkt nach Elsby. Wir geben jetzt einen Punkt nach Elsby, dann ist es unentschieden. Dann nicht so schnell? Nein, das ist okay. Ja. So, 5-5. Ja. So, und jetzt haben wir die Explosion. Das will ich noch sehen. Ja, ja, jetzt haben wir die Explosion. Die entscheidet jetzt. Außer wir sagen, die Explosion ist bei beiden gleich gut. Könnte natürlich sein. Ja, das ist die Explosion. Links in Elsby, rechts in Bad Segeberg. Damit ist es klar, viel Spaß am Wochenende in Elsby.